Moin Leute, ja, heute mal aus einer anderen Perspektive hier. Und zwar, wir schalten mal einmal kurz auf den Monitor um. Wir haben unsere erste eigene Webseite gebaut. Erstmal ein großes herzlich willkommen hier oder willkommen. Ja, heute will ich euch mal ein bisschen kurz vorstellen, was wir uns bei gedacht haben und wie ihr natürlich auch einen Mehrwert davon habt. Wir gehen natürlich erstmal einen Tick runter. Hier haben wir natürlich erstmal so die drei Kernpunkte, sag ich mal, was unseren Hof ausmacht, wo wir uns darauf fokussieren. Generationendenken als Familienbetrieb und dann natürlich modernsten Ackerbau mit Professional Farming. Hier sieht man es gerade auch noch, dass wir mit einer Biomassekarte bei der Aussaat gearbeitet haben oder arbeiten und natürlich verschiedene Sonderkulturen, wie hier zum Beispiel Sonnenblume, Möhre und Kartoffel. Ja, aber wir gehen jetzt mal ein Stück weiter runter auf das Herzstück der Webseite. Wo wir uns natürlich auch am meisten Arbeit mitgemacht haben, und zwar unsere Erfahrungsberichte. Ich will gar nicht so viel dazu sagen, wir gehen einfach drauf und gucken uns die an. Genau, wenn ihr über den Link reingeht, kommt ihr hier in dieses kleine Fenster. Hier habe ich noch einmal ganz kurz beschrieben, was die Erfahrungsberichte sind und was die machen. Wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, also für die Erfahrungsberichte müsst ihr euch einmal kurz anmelden. Einmal eben euren Vornamen, Nachnamen, E-Mail. Wir gehen mal ganz kurz drauf. Hier seht ihr es: Vornamen, Nachnamen und E-Mail-Adresse. Ist natürlich absolut kostenlos für euch. Dann bekommt ihr innerhalb von 1 bis 2 Minuten von uns eine Mail mit einem Passwort für die Seite. Da ist dann auch sofort ein Link mit in der Mail. Da könnt ihr draufklicken, eben eure E-Mail-Adresse eintragen, Passwort rein. Das mache ich jetzt auch mal eben ganz schnell. Ich gehe mal eben wieder zurück zur Startseite der Erfahrungsberichte und anmelden. Ich habe mich jetzt natürlich schon angemeldet gehabt, deswegen kommen wir jetzt sofort in die Erfahrungsberichte. Wenn ihr dann das Passwort eben ändern wollt, hier oben eben auf mein Profil, dann könnt ihr das Passwort ganz schnell ändern. Ja, jetzt sind wir bei den Erfahrungsberichten angekommen. Das Herzstück von der Webseite und natürlich für euch der größte Mehrwert. Hier haben wir von A bis Z wirklich alles bei den Kulturen beschrieben. Also hier nochmal gesagt, ich x die noch einmal klein. Hier haben wir jetzt schon mal drei Sonderkulturen, die anspruchsvollsten, sage ich mal, auch auf diesem Betrieb, also die Rapssaatgutvermehrung, was wir jetzt das vierte Jahr machen, Möhrenanbau das dritte Jahr und Sonnenblumen sind wir dieses Jahr mitgestartet und dann machen wir einen Rapsanbau auf. Hier haben wir wirklich von A bis Z alles beschrieben, was man da beachten muss. Wir gehen jetzt mal zum Beispiel in die Saatbettvorbereitung rein. Hier haben wir schön detailliert beschrieben, wie wir es machen, warum wir es machen und natürlich auch noch paar Beispielbilder reingepackt, dass ihr euch da auch was darunter vorstellen könnt. Hier zum Beispiel, dass wir 35 cm tief gelockert haben. Ja, genau. Und das haben wir natürlich für die anderen Kulturen auch gemacht. Möhrenanbau und Sonnenblumenanbau. Eigentlich ganz cool gemacht. Da soll natürlich in den nächsten Wochen und Monaten soll die Webseite natürlich stets ausgebaut werden. Also kommt hier ganz sicher noch die Kartoffel rein. Dieses Jahr haben wir auch noch Zuckermais, was natürlich auch bestimmt für den einen oder anderen interessant ist. Ja, die Standardsachen, Mais, Getreide, machen wir hier natürlich auch rein. Maschinentests. Haben wir was im Petto? Hier steht demnächst mehr. Also hier wollen wir halt für euch Maschinentests ja, näher erläutern, wieso wir einige Maschinen einsetzen, ob die gut funktionieren, in welchen Bedingungen. Klar, Landwirtschaft ist natürlich von der Region auch noch immer stark abhängig. Richtig. Und natürlich Feldversuche kommen hier auch mit rein. Also einige von euch hatten auch schon nach dem Striegelversuch gefragt, wie der eigentlich gelaufen ist. Das wollen wir alles hier auf diese Seite packen, die Ergebnisse für euch ein bisschen aufarbeiten und schriftlich dann mit Zahlen belegen, was wir da eigentlich rausgekriegt haben. Zum Beispiel hier vor dem Haus haben wir mal auch einen Versuch angelegt. 30% haben wir da weniger ausgesät. Das haben wir jetzt auch einigermaßen ausgewertet. Oder nicht nur einigermaßen, haben wir ausgewertet. Und das kommt hier natürlich auch alles rein. Das Video findet ihr sonst mal eben hier oben in der Ecke, wo wir den Weizen gesät haben. Dass ihr hier natürlich ja, die Infos dazu kriegt, sag ich mal. Was uns natürlich riesig freuen würde, wenn ihr eben kurz auf Feedbacks gehen könntet und einmal ein kleines Kommentar da lasst, wie wir die Seite verbessern können, was euch gut gefallen hat und welche Kulturen oder welche Sachen ihr natürlich hier bei den Erfahrungsberichten auch noch sehen wollt oder haben wollt.
Genau, das ist das Herzstück von der Webseite. Wir gehen aber mal zurück. Da gibt es natürlich auch noch mehr. Wir scrollen mal eben kurz nach oben. Das ist die Startseite, also kommt ihr dann quasi auf diesen Monitor Erfahrungsberichte. Dann kommt ihr zu den Erfahrungsberichten. Mit den Login könnt ihr euch sofort einloggen. Aber was eine coole Seite, welche mir auch sehr gut gefällt, ist über uns. Kann man sonst auch hier bei Generation Denken als Familienbetrieb draufklicken. Machen wir mal eben schnell. Und zwar haben wir uns dreimal eben hier kurz vorgestellt, was wir überhaupt gelernt haben. Zum Beispiel Johannes ist natürlich gelernter Landwirt, aber hat einen Bachelor-Titel und einen Master-Titel auch noch. Ja, ich mache ein duales Studium gerade und Sebastian studiert Tiermedizin. Vielleicht wussten das die einen oder anderen auch noch nicht. Hier haben wir es mal einmal kurz für euch aufgeführt. Was aber für mich auch noch so ein kleiner Blick in die Vergangenheit war, ich gehe mal hier einmal zur Seite, wie unser Hof 1931 aussah. War wirklich nur ein Wohnhaus und eine Diele. Das Wohnhaus steht auch noch heutzutage, sitze ich gerade drin, wurde natürlich über die Zeit mal einmal renoviert. Und die alte Diele, wenn wir mal einmal jetzt zur Seite gehen, machen einen größeren Sprung nach 1986. Hier hat sich natürlich schon einiges getan, das Wohnhaus wurde umgebaut, die Diele ist weggekommen, da ist eine neue, genau auf den gleichen Grundriss, meine ich, hingekommen. Hühnerstall wurde gebaut, der erste Maststall wurde gebaut, eine Scheune wurde dazu gebaut und so ein kleiner Traktorschuppen. Ja, dann springen wir nochmal wieder ein paar Jahre weiter in das Jahr 2006. Hier ist beim Wohnhaus der Anbau dazugekommen. Mama und Papa haben den natürlich gebaut. Mastall ist dazu geblieben. Hier hinten hat sich natürlich auch noch viel verändert. Der alte Treckerschuppen ist weggekommen. Hier ist eine größere Autogarage hingekommen und dahinter noch eine Maschinenhalle. Und dann springen wir nochmal in das Jahr 2021. Der Hühnerstall vorne an der Straße ist umgebaut worden zu einem Junghennenstall. Hier ist noch eine große Maschinenhalle dazugekommen. Genau, da habt ihr mal einen kleinen Überblick, wie der Betrieb sich ziemlich genau 90 Jahren entwickelt hat und vergrößert wurde. Fand ich auch relativ spannend, habe ich auch noch nicht so gesehen. Richtig, dann gehen wir mal einmal wieder zurück auf die Startseite, gehen mal hier oben eben mal hin. Und bevor ihr natürlich denkt, okay, ist jetzt ja gar nicht so groß, ich habe für euch noch ja, eine kleine Überraschung. Ich hole die mal eben ganz schnell. Und zwar gibt es den ersten eigenen Fan-Merch. Freut mich mega, dass wir es gemacht haben. Auch viel Herzblut reingegangen. Und natürlich hier auch Ruhe-Landwirtschaft-Caps. Die könnt ihr jetzt aber leider noch nicht auf der Webseite finden, weil wir da noch ja, leichte Versandprobleme haben. Also müssen wir noch mit den Unternehmen einmal abstimmen, wie das aussieht. Wir haben natürlich auch noch Poloshirts, Tassen, Trinkflaschen, die Caps natürlich und da kommen immer Produkte weiter dazu. Ja, das ist noch so eine kleine Sache, wo ich wirklich drauf gedrängt habe und für gebrannt habe. Also wie gesagt, in den nächsten paar Wochen könnt ihr auch Produkte von uns kaufen. Richtig cool. Würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr eben einen Kommentar da lasst, wie ihr die Seite fandet. Natürlich www.ruhe-landwirtschaft.de könnt ihr einfach so draufklicken. Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Ja, das war's dann für das heutige Video und bis zum nächsten Sonntag, ne? Tschüss!